Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Es ist Donnerstagmorgen, kurz nach 7. Ich habe gerade meine Kinder in die Schule gefahren. Und, was ist hier los? Und jetzt geht's auf den Weg nach Frankfurt, denn da sind heute die IB Days, Investment und Business Days. Und hier die Tante im Navi sagt mir schon, wo ich fahren muss. Ja, Zeit für einen kleinen Vlog. Ich nehme euch wieder mit und schauen wir uns mal an, was in den nächsten 2 Tagen alles so passiert, wen ich treffe und was es da geht und warum ich auch solche Vorträge überhaupt halte, warum ich Vorträge in Englisch halte. All das jetzt hier im Video. So, erste kleine Zwischenstation. Ich habe mir natürlich einen Kaffee geholt und da sind mir 2 Dinge aufgefallen, oder nein, nicht aufgefallen, eingefallen einfach, die ich ganz kurz mit euch teilen will. Und zwar, wir haben ja jetzt mal ein Video veröffentlicht, warum ich es für sinnvoll halte, an der Börse zu investieren. Und da hat unter anderem jemand als Kommentar darunter geschrieben, naja, wenn man sich eben an der Börse beteiligt, dann hat man ja auch eine ganz andere Beziehung zu den Dingen, die um einen herum sind, die man eben quasi, man sieht seine eigenen Firmen. Und hier ist es natürlich auch wieder so. Wo habe ich mir meinen Kaffee geholt? Bei McDonald's. Warum? Ich hole mir immer meinen Kaffee bei McDonald's, wenn ich unterwegs bin. Ich glaube nicht, dass der jetzt woanders bei Burger King oder bei Subway schlechter schmeckt. Aber da ich eben Aktionär von McDonald's bin, habe ich immer das Gefühl, dass ich mich quasi selber ein wenig bezahle, dass ich in meinen eigenen Laden gehe und mir da einen Kaffee hole. Aber das ist halt einfach so das Ding, ne? Dass man sagt, wenn man an der Börse beteiligt ist, an Firmen, man geht anders durch die Gegend. Man sieht, ah, da gehört ihr ein Teil und da gehört ihr ein Teil. Ne? Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wenn das so ist, schreibt mir das mal in die Kommentare mit rein. So. Zweite Sache, ich habe natürlich ganz kurz hier mal gecheckt, wie meine Konten stehen, wie die Morgenroutine aussah. Ich habe mir das aus dem Büro schicken lassen und habe dann auch jetzt natürlich mal ganz kurz auf Facebook geschaut und da bin ich wirklich stolz. Und zwar bin ich stolz auf die Mitglieder unserer Optionsgruppe. Wir haben ja eine Gruppe auf Facebook, die heißt Die Optionshändler. Ist also nur für diejenigen interessant, die wirklich auch Optionen handeln. Und da kommen jetzt immer mal so Trading-Ideen. Jetzt ist eine Idee von Monsanto zum Beispiel gerade drin. Und das kommt von Leuten, von denen ich einfach weiß, die haben vor 2, 3 Jahren bei uns angefangen und hatten wirklich nur, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, rudimentäre Kenntnisse im Thema Optionshandel. Und dadurch, dass die sich aber jetzt wirklich so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, egal ob jetzt durch unsere Seminare und Coachings oder auch indem sie einfach selber ganz viel gemacht haben, sind die jetzt wirklich in dem Thema so weit drin und bringen so tolle, großartige Ideen, wo ich selber schon sage, Mensch, super Idee, den Trade machst du genauso. Oder das ist eine super Idee, da kannst du mal drüber nachdenken, guck dir das heute mal an. Und das finde ich so toll, dass man eben wirklich, Trading kann man lernen. Ne? Trading ist jetzt nichts, Börsenhandel kann man lernen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern man muss sich einfach nur ein bisschen damit beschäftigen. Und deswegen bin ich ganz, ganz stolz auf die ganzen Jungs. Ich darf Jungs zu denen sagen, die meisten kenne ich ja mittlerweile persönlich auch ganz gut, die hier so fleißig bei uns in der Optionshändlergruppe schreiben und machen und tun, weil es wirklich zeigt, auf welches extrem hohe Niveau die gekommen sind. Also Jungs, ihr habt meinen großen Respekt. Macht weiter so. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf euch. So, jetzt geht's los. Jetzt fahre ich weiter nach Frankfurt zu den IB Days. Es ist jetzt, wie spät ist jetzt? Kurz vor 9. Ich habe noch genügend Zeit. Ich bin erst, glaube ich, um 1 oder so dran. Also noch genügend Zeit. So, es ist nachmittags mittlerweile 4:30. Die ersten Vorträge sind vorbei, die ersten 2. Mein erster auch in Englisch. Und ich wollte euch noch verraten, warum mache ich überhaupt Vorträge in Englisch? Und der Grund ist einfach der, dass ich lange, lange Zeit keine Vorträge in Englisch gehalten habe. Und ich eigentlich auch nicht vorhabe, das in Englisch zu machen. Ich habe auch gar kein Geschäft irgendwie, was wir in England oder in Amerika irgendwie anbieten könnten. Aber man muss sich ja immer mal selber wieder so ein bisschen herausfordern. Und deswegen habe ich das ganz einfach jetzt mal wieder gemacht und habe den Vortrag halt in
eigentlich gehalten? Naja, fürs erste Mal, ihr könnt es euch ja anschauen. Ich fand es ein bisschen holprig, aber man wächst an seine Herausforderungen. So, ich bin jetzt schnell ins Hotel gefahren und fahre jetzt zurück in die Uni. Lass das Auto hier stehen und werden heute auch mit dem Taxi so ein bisschen durch die Gegend fahren. Und ich habe schon ganz viele Leute getroffen und ich nehme jetzt mal in die Kamera mit und werde mal mit dem einen oder anderen auch ein bisschen sprechen. Ihr werdet mal bekannte Gesichter sehen, also kommt einfach mal mit zu den IB-Days ins Zentrum der Stadt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer dieses tolle Video gemacht habt und wo ihr dieses tolle Video findet. Hier sitzt er. Hallo Thorsten Helm. Moin. Hallo. Erzähl mal ganz kurz, was du da damit vorhast und was das wird. Das Ziel ist, dass wir eine Videoreihe, eine komplette Mediathek bestücken mit 50, 60, 70 Videos und wollen dort erklären, wie Börse wirklich funktioniert, so dass der Autonormalverbraucher mal versteht. Also ohne komplizierte Indikatoren und all so Kram, sondern einfach wie Börse eigentlich in sich überhaupt funktioniert. Was machen die anderen Händler, wie denken die und so weiter. Dass man wirklich versteht, was passiert an der Börse überhaupt. Okay, super. Wo findet man die Videos? Unter www.daxkurs.de. Wenn ihr euch jetzt übrigens fragt, wer ist der Thorsten überhaupt, du lebst ja eigentlich das, was viele immer so nach außen geben, aber die wenigsten machen. Du kannst es machen. Viele sagen immer, wenn du Trader bist, dann kannst du von überall arbeiten. Erzähl mal, was du die letzten beiden Jahre gemacht hast. Letzten zwei Jahre waren es jetzt, oder? Letzten zwei Jahre. Also wir haben letztes Jahr und dieses Jahr sind wir Mitte Juni los und sind bis Mitte September im Wohnmobil unterwegs gewesen, sind ca. 10.000 Kilometer gefahren, haben uns die schönsten Plätze in Nordeuropa angeguckt und haben von dort aus ganz normal gearbeitet, ganz normal gehandelt, unsere Webinare gemacht, unsere Community begleitet, ganz normal, als wenn man auch zu Hause ist. Wir haben immer gehört, viele Leute sagen immer, du kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst und wie viel du willst. Und wir haben gesagt, wir labern einfach nicht nur, wir machen es. Wenn er sagt, ein Wohnmobil, ne, dann ist das nicht einfach so ein Wohnmobil. Schaut euch das mal an, das sieht nämlich wirklich vom allerfeinsten aus. Und du handelst ja, wie es der Name schon sagt, du machst hauptsächlich Forex. Ja. Ne? Ich habe mich jetzt gerade vor 3 Minuten mit dem Wieland Alt unterhalten und habe gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren an der Börse und es gibt immer noch so Bereiche, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Forex ist einer davon. Deswegen sag mir mal als Forex-Jungfrau, warum ist Forex der geilste Markt der Welt aus deiner Sicht wahrscheinlich? Für mich ist er erstmal so 24 Stunden handelbar, du hast keine Unterbrechung. Für mich war es, ich habe früher Future gehandelt. Bei Future hatte ich immer das Problem, so wie es mal im Future-Markt auch ist, wenn du irgendwas verkaufen willst, musst du warten, bis einer kommt und es kauft. Und ich bin damit vor 10 Jahren zigmal auf die Fresse gefallen. Im Forex-Markt ist es einfach, wenn du auf den Knopf drückst, ist die Position auch weg. Und mir ist es eigentlich ganz egal, womit ich mein Geld verdiene. Ich komme Euro-US-Dollar einfach sehr gut kennengelernt, ich habe den Forex-Markt sehr gut kennengelernt. Ich will am Tag 10, 12, 15 Punkte rausholen, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Mehr brauche ich für meinen Lebensstil nicht. Wie lange sitzt du im Schnitt, um deine für dich notwendige Performance zu erzielen am Tag? Also mein Ziel ist es, morgens um 10 spätestens fertig zu sein. Ich fange morgens um 7 an und bin in der Regel zwischen 9 und 10 durch. Wirklich toll. Also ich, wie gesagt, ich kenne mich mit Forex gar nicht auf, aber mit jedem und mit vielen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, es gibt nicht viele Leute, die Ahnung haben von Forex. Hier sitzt einer, der wirklich Ahnung hat. Wenn ihr euch also dafür interessiert, geht auf die Seite von Thorsten, schaut euch das an. Da könnt ihr sicherlich was lernen.